Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus, Drucksache 19 zu 2635/19. Und ich bitte darum, um die Berichterstattung für Kollegin Feldmeier, die erkrankt ist. Ja, muss man halt mal gucken. Ne? Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Berichterstattung. Die erste Wortmeldung kommt von Kollegin Löber, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich ein paar Worte zu dem vorliegenden Gesetzentwurf sagen, auch wenn die Gesetzesänderung notwendig ist und wir dieser zustimmen werden. Aber ich denke, es ist nicht uninteressant, einmal darzustellen, was unsauberes Arbeiten einer Landesregierung gerade bei Veränderungen von Gesetzen bedeutet an zeitlichem Aufwand und personellen Ressourcen. § 1 des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus bildet die Rechtsgrundlage für die nähere Regelung des Belegstellenwesens für Honigbienen durch Verordnung, also für Zuchtstationen für Bienen. Ein notwendiger und in Gesetzen regelmäßig allgemein üblicher Bestandteil der Regelung des Belegstellenwesens ist die Möglichkeit der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, also Verstößen gegen die gesetzlichen Grundlagen. Belegstellen und deren Flugradien sind für die Bienenzucht wichtige und schützenswerte Areale. Ihre Funktion beruht darauf, dass dort nur Völker einer bestimmten Art der für die Belegstelle vorgesehenen Zuchtrichtung gehalten werden. Darüber hinaus sind es meist Völker aus einer besonderen Zuchtrichtung. Bei der Auswahl der Vatervölker für die Zucht spielen z.B. Sanftmut, Honigleistung und leichte Völkerpflege eine Rolle. Entsprechend muss die Aufstellung oder Einwanderung anderer Herkünfte verhindert werden, um den Zuchterfolg zu gewährleisten. Damit die Begattung nicht durch unerwünschte Drohnen erfolgt, muss sich eine Belegstelle in einem von anderen Bienenarten isolierten Gebiet befinden. Die Regeln für die Belegstellen sind in der Verordnung über Belegstellen für Honigbienen aufgeschrieben. Es besteht die Möglichkeit, Schutzzonen um Belegstellen herum durch diese Verordnung einzurichten. Dieser Schutzgürtel um die Belegstelle sollte zur Sicherung des Zuchtziels einen Mindestradius von 7, eher 10 Kilometern aufweisen. Leider ist dies bisher nicht für alle Belegstellen erfolgt, obwohl erst durch die Schutzzone um eine Belegstelle der Artenschutz und Zuchterfolg gewährleistet ist. Und wenn solche Schutzzonen bestehen, gelten stärkere Regeln, strengere Regeln. Wer diese dann missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das Gesetz zum Vollzug von Aufgaben stellt die Ermächtigungsgrundlage der Belegstellenverordnung und damit der Schutzzonen dar. Dort behandelt § 1a Honigbienen und Belegstellen. Die Belegstellen wurden erst 2010 im Zuge einer Neuregelung des hessischen Naturschutzrechts in dieses Gesetz übernommen. Hierbei wurde schlichtweg vergessen, die Regelung zu Ordnungswidrigkeiten ebenfalls zu übernehmen. Dadurch ist die Rechtsgrundlage für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen Schutzzonen um Honigbelegstellen herum entfallen, und wir holen dies nun 5 Jahre später endlich nach. Hinzu kommt, dass durch diesen Fehler auch bei der Verlängerung der befristeten Bienenbelegstellenverordnung die Regelung zu Ordnungswidrigkeiten mangels Rechtsgrundlage gestrichen werden musste, da diese auf der naturschutzgesetzlichen Grundlage beruhte. Es bestand in den Jahren kein ausreichender Schutz der Belegstellen für Honigbienen.
In § 1a kommt nun eine Regelung zu Ordnungswidrigkeiten hinzu, die bisher fehlte. Durch die nun angestrebte Änderung wird der in der früheren Regelung verbriefte Bußgeld gewährte Schutz der Belegstellen in das Gesetz aufgenommen. Es handelt sich also schlichtweg um die Korrektur eines Formfehlers, die nun nach 5 Jahren durch eine Gesetzesänderung endlich nachgeholt wird. Erst nach der Gesetzesänderung kann dann die Bienenbelegstellenverordnung wieder die Regelung zu Ordnungswidrigkeiten aufnehmen, die vor kurzem entfallen musste, die vor kurzem gestrichen werden musste. Danach kann es dann endlich auch um inhaltliche Fragen und eine dringend erforderliche Novellierung der Verordnung über Belegstellen für Honigbienen gehen. Die Landesregierung ist nun gefordert, einen Entwurf für die Novellierung der Verordnung zeitnah zu erstellen, damit Ordnungswidrigkeiten tatsächlich auch geahndet werden können. Und hierbei sind die weiteren Vorschläge der Imkerverbände einzuarbeiten. Ich hoffe, dass diese Novellierung zeitnah erfolgt, zum Schutz der Belegstellen und damit der Honigbienen. Auch sollten für weitere Belegstellen Schutzzonen eingerichtet werden, für gute Zuchterfolge neuer Bienenvölker. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Dietz, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will die Rede etwas kürzer halten als die Vorrednerin und beziehe mich so ein bisschen auf den Herrn Brunellenfitsch, der seine Reden gerne mit Songs garniert. Ich habe einen ausgewählt, Let me tell you from the birds and the bees and the flowers and the trees. Das war vor 50 Jahren mal die politisch korrekte Umschreibung für Sexualität zwischen Menschen. Hat sich 10 Jahre später gewandelt gehabt. Da hat die Tochter geantwortet, Mutter, was willst du denn wissen? Ich komme zu dem Treiben auf dem Drohnenplatz. Und das ist ein Vorgang, der ist ja, nach Hans Albers, frei nach Hans Albers zu bezeichnen, ein großer Bums. Die Züchter sagen das so schön, wenn man dort steht und wirft einen Stein zwischen die Drohnen von unten senkrecht nach oben, dann stürzen sich viele auf diesen Stein in der Erwartung, dass eine Bienenkönigin. Wie das die Königin dann erlebt, das weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Unsere Meinung der CDU-Fraktion hat sich seit November nicht geändert. Wir sind nach wie vor der Meinung, künstliche Besamung nur dann, wenn sie zwingend erforderlich ist. Ansonsten sind wir für den freudvollen Natursprung oder besser den Naturluftsprung. Wir stimmen zu. Summ, summ. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung kommt von Kollegen Lenders, FDP-Fraktion. Summ, summ, was kommt jetzt? Jetzt kommt Strich, Strich oder was? Das ist nicht gut. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich schließe mich nahtlos und uneingeschränkt der Rede von Frau Löber an. Ansonsten finde ich die Gelegenheit immer schön, wenn wir uns zu einem Gedankenaustausch hier am Mikrofon und im Ausschuss treffen und uns gegenseitig die Freundlichkeiten an den Kopf werfen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest von dieser Stelle aus, allen Mitgliedern in diesem Ausschuss. Wir stimmen ganz überraschenderweise dem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Dorn, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das ist ein guter Gesetzentwurf. Es ist selten, dass die GRÜNEN einmal sagen, dass man gegen die freie Liebe ist. Bei diesen Bienen muss man das leider sein. Denn hier geht es um die Frage von Bienen, die, wenn sie sich kreuzen mit dem falschen Stamm, einfach eine größere Anfälligkeit haben gegen Krankheiten. Insofern ist es ein sehr guter Gesetzentwurf. Mehr gibt es aus meiner Sicht dazu auch nicht zu sagen. Vielen Dank. So, ich habe von den Fraktionen keine weiteren Wortmeldungen. Das ist so. Dann spricht für die Landesregierung Frau Staatsministerin Hinz. In dem Fall muss die Landesregierung, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr, dass Sie alle
für den Fortbestand der hessischen Bienenvölker sorgen wollen und in dem Fall für das ungestörte Liebesleben. Das hat ja auch eine Form von Qualität. Herzlichen Dank Ihnen allen. So, vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über das Gesetz in zweiter Lesung. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen ja voran. Bitte ein bisschen mehr Ruhe.